Das bin ich nicht drüber gefallen, dann heben sie mich heute halt wieder auf. So, danke, wunderbar. Passt das so? Wunderbar. Gut, wunderbar. Bleibe ich schon mal so stehen. Gell? Danke, Herr Pasquet, für die Begrüßung. Ich möchte Ihnen einen schönen guten Abend wünschen und herzlich willkommen, liebe Gäste. Sie sehen schon, ich habe eine Leinwand aufgebaut. Also ich habe jetzt ungefähr einen eineinhalbstündigen Vortrag vorbereitet. Ich bin gerade dabei, dass ich nur einen Beamer auspacke. Aber ich glaube, das ist die Sache wert, oder? Also ich denke schon. Nein, das mache ich natürlich nicht. Ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten. Physik bzw. Technik kann manchmal ein bisschen anstrengend sein. Ich habe, als der Herr Pasquet zu mir gekommen ist, beziehungsweise als ich die Kunstwerke von der Frau Vassiliskaite gesehen habe, sind mir Ideen oder Techniken im Kopf explodiert. Also ich habe tolle Dinge gesehen, ich habe tolle Interpretationen gemacht. Tolle Sache, ich meine, wenn Sie da drinnen die Kunstwerke anschauen, dann kann man sehr viele Sachen interpretieren. Neue Farben, Farbkunst, Glaskunst, eine Kombination aus vielen Dingen. Also ich hätte locker 3 Stunden lang einen technischen Vortrag halten können. Aber wir wollen uns alle die Kunstwerke widmen. Deswegen haben wir gedacht, so 20 Minuten vielleicht, Viertelstunde, 20 Minuten gönne ich Ihnen. Und ich hoffe, dass es nicht so langweilig wird. Vielleicht am Anfang eine Vorstellung von meiner Person. Mein Name ist Raimund Förg. Ich bin seit circa ein bisschen mehr wie 2 Jahren an der Technischen Hochschule in Deggendorf. Und ich bin dort Physikprofessor. Ja, also 95% der Anwesenden werden sagen, oh, in Physik war ich schlecht. Das ist meistens das, was ich als Antwort kriege, wenn ich, wenn ich jemanden damit konfrontiere, dass ich sage, ich bin Physikprofessor. Oh, da bin ich schlecht gewesen. Das stimmt aber nicht, sie waren alle gut in Physik, sie haben kein Interesse dafür gehabt. Ja, nein, das haben wir Interesse an andere Sachen gehabt und es ist halt so. Also das, jeder ist eigentlich gut in Physik, also das kann man kaum absprechen. Ich komme aus Straubing und freue mich, dass ich da in Deggendorf bin, weil die Technische Hochschule ein wachsender Betrieb ist, sage ich jetzt einmal. Wir sind mit über 5000 Studenten, wir sind mehr wie 150 Professoren, 500 Angestellte in Summe, glaube ich, so Pi mal Daumen, ein Riesenhaufen, ein Riesenunternehmen und wir wachsen weiter. Und ganz interessant, wir wachsen ganz stark in dem technischen Bereich, in dem wirtschaftlichen Bereich, aber wir wollen auch noch ein bisschen vielleicht in den künstlerischen Bereich gehen. Vielleicht, ein bisschen. Ja. Deswegen freut es mich, dass ein Vertreter von der Glasfachschule in Zwiesel da ist, weil neben meinem Job als Professor an der Technischen Hochschule in Deggendorf leite ich auch noch mit einer Kollegin, der Frau Professor Willer-Porada, die an der Universität Bayreuth einen Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften hat, das Technologieanwenderzentrum in der Spiegelau. Ja, wir haben damals vor circa, oder die Technische Hochschule und das Wirtschafts- und das Kultusministerium waren so frei und haben gesagt, die Investition oder beziehungsweise die Finanzierung vom Transrapid ist gegeben, jetzt wird er nicht gebaut, das geht bei da, wir würden gern Regionen stärken. Und dann haben wir uns beworben, beziehungsweise die Technische Hochschule, der Herr Sperber hat sich beworben und hat gesagt, Mensch, wir wollen da Technologiecampi machen. Unter anderem ist der Technologiecampus oder Technologieanwenderzentrum in der Spiegelau rausgesprungen und wir kümmern uns dort um Glas. Wir stellen Glas her, das ist der Fokus von der Frau Willer-Porada, neue Gläser. Rote Gläser, billige rote Gläser. Wenn Sie irgendwann einmal so eine neue Flasche sehen oder ein neues Glas sehen, das rot ist und ich sage jetzt mal in so Mehrwerkflaschen drin ist, dann kommt es wahrscheinlich aus der Entwicklung von der Frau Willer-Porada. Ich selber kümmere mich um technische Anwendung von Gläsern. Wir sind gerade dabei, bloß einen Ausflug, einen Sensor zu bauen aus Glas, einen Ultraschallsensor aus Glas zu bauen. Und dann wollen wir vielleicht auch, sind wir gerade in der Antragsphase, einen Röntgenspiegel bauen. Röntgen kann man normalerweise oder Röntgenstrahlen kann man normalerweise nicht fokussieren, aber über einen Streifen in dem Fall bei Glas kann man das machen, für einen Satelliten. Das heißt, wenn wir Glück haben, ist der Nachfolger vom ROSAT, der vielleicht 2022 oder 2023 startet, sind vielleicht Teile aus dem Bayerischen Wald, aus Niederbayern, aus, ich sage jetzt mal, unserem Bereich mit dabei, wenn wir Glück haben. Ja, und wenn wir es gut machen, unsere Arbeit. So, aber wieder zurück. Also es hat mich gefreut, dass ich diese Ansprache halten darf, dass ich auf diese Kunstwerke eingehen darf. Das ist jetzt eine andere Kunst meines Erachtens, als das, was wir bisher handwerklich gesehen haben, sondern es sind Lichtinstallationen. Und das unterscheidet das Ganze ein bisschen von dem, was wir gewohnt sind, von Brauchglas oder Hohlglas. Und wenn ich die Einladung sehe, dann steht ja da als Titel drauf, Licht, Glas, Licht. So. Licht, Glas, Licht, das heißt für mich ganz einfach, ist schon mal Überschrift, ich muss was über Licht erzählen und ich muss was über Glas erzählen. Jetzt möchte ich die ersten Worte, ich habe einen Spiegel dabei, meine Studenten kriegen normalerweise dann einen Sechser, aber bei mir ist das ausnahmsweise erlaubt. Jetzt muss ich die Worte von Herrn Pasquet zitieren, die Wissenschaft, die lügt nicht, gell? Ja, da sind wir jetzt schon beim ersten Problem, wir Physiker haben da kein Problem damit, aber das Licht selber, das hat ein Problem, Licht kann man nämlich deuten als Welle und als Teilchen. Ist Ihnen das bewusst? Also mir war das bis zum Gymnasium nicht so richtig bewusst. Also es gibt 2 Deutungsmöglichkeiten. Also es ist nicht so eindeutig. Licht, was uns alle umgibt, was uns Energie gibt, ist nicht so einfach zu deuten. Wir Physiker machen es uns einfach. Wir nehmen es gerade, wie es passt.
Ja, das ist immer einfach, wir sind immer optimiert. Ich habe ein bisschen Versuche auch mitgenommen, weil das gehört zum Physikunterricht, gehört zum Physikdemonstration ein bisschen dazu. Das ist ein Messgerät und das ist eine Fotozelle. Also ein bisschen einfacher wie das, was wir am Dach haben. Und wenn wir diese Fotozelle bzw. das Messgerät einschalten, dann sehen wir da ein bisschen 0,9 Volt, was auch immer, 0,01 Volt, sowas umeinander. So, und jetzt strahlen wir da mal mit Licht drauf. Das ist eine ganz normale Lampe. Und wenn wir das bestrahlen mit der Lampe, jetzt wird es mal runterfallen, dann haben wir da 0,5 Volt, 0,6 Volt, sowas umeinander. Pi mal Daumen. Das kann man mit einer Welle nicht erklären. Das kann man nur so erklären, dass auf dieser Fotozelle, da sind Elektronen drauf und da kommt ein Lichtquant daher, ein Lichtteilchen, das hat aber keine Masse, muss man auch noch voraussetzen, und das schlägt dann so ein Elektron raus. Peng, und das Elektron fliegt raus, fügt auf die Anodenseiten und es liefert dann Strom. Wunderbar. Ja. Mit einer Welle kann man das nicht erklären. Aber jetzt gibt es ein anderes Phänomen. Jetzt muss ich schauen. Das ist jetzt zum Beispiel, das ist ein Laserpointer, ein grüner Laserpointer. Jetzt wissen Sie, warum ich das da habe. Das ist ein grüner Laserpointer, das ist ein Haar von mir, also nichts Besonderes. Jetzt werden Sie wahrscheinlich hin. Jetzt schauen Sie mal hier. Also ich habe jetzt den Punkt und jetzt gehe ich mal da zu meinem Haar. Oh, schauen Sie mal, was da passiert. Es gibt auf einmal, ich sage jetzt mal, einen Querstreifen und der ist unterbrochen. Ja? Spannend, oder? Was meine Haare so können. Deswegen habe ich schon so wenig. Weil ich das alle wieder mache. Jetzt habe ich aber, weil ich nicht mehr so viel habe und weil ich die alle verliere, habe ich so einen Spalt mitgenommen. Das sieht man da vielleicht, das ist so eine schwarze Folie und da ist einfach ein Spalt drin und der ist ungefähr so dick wie mein Haar, das sind 50 µ. Junge Menschen haben dickere Haare, nur so nebenbei, so 80 bis 100 µ, ist ein volles Haar. Ich bin mir schon dünner, also 50 µ, 40 µ dick ungefähr. Und wenn man da durchstrahlt, dann sieht man auch so ein ähnliches Beugungsmuster. So, dieses Muster, das kann man jetzt mit Teilchen nicht erklären, weil, blöd, wenn ich einen Spalt habe und es kommt ein Teilchen durch, dann geht doch das gerade durch. Ja? Oder am Haar, da geht entweder das Teilchen vorbei, also das Lichtquant vorbei oder nicht. Also Beugung kann ich damit nicht erklären. Es gibt ein Analogon, zum Beispiel Wasserwellen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Weiher und da geht also ein Brett im Weiher rein und Sie schmeißen einen Stein rein. Dann geht doch die Wasserwelle so entlang dem Brett, aber wenn das Brett aufhört, was ist denn dann? Was passiert am Kopfende des Brettes? Breitet sich dann die Welle nach rechts aus, sage ich jetzt mal, oder geht die einfach so gerade weiter wie ein Schatten von dem Brett? Das geht nach rechts weg. Hüygensches Prinzip, sagt man dadurch. Also das ist die Beugung von Licht. Gehen wir wieder zurück. Also Lichtteilchen und Lichtwelle. Welle, jetzt ist es spannend, weil Welle gibt es eine Energiebeziehung, elektromagnetische Welle. Um präzise zu sein. Das heißt, wir haben hier ein elektrisches Feld und ein magnetisches Feld. Somit kann man das beschreiben, die Lichtwelle beschreiben, die immer senkrecht aufeinander stehen und immer gleichphasig sind. Das elektrische Feld erzeugt ein magnetisches Feld, das magnetische Feld erzeugt wiederum das elektrische Feld. Und so geht es dahin und so geht es dahin. So, elektromagnetisches Spektrum. Da habe ich jetzt einfach so einen kleinen Ausdruck aus dem Internet mitgenommen. Und da sieht man, wir haben also von Radiowellen, Radiosternen, die beziehungsweise Mikrowellen, das kennen wir alle da haben, das ist auch eine elektromagnetische Welle, bis hin zu Röntgenstrahlen, da hinten draußen sind noch Gamma-Quanten, also was wir von kerntechnischen Anlagen her kennen, haben wir das ganze Spektrum des elektromagnetischen Wellen, in Abhängigkeit von der Wellenlänge. Und da, jetzt schauen Sie mal, da ist so ein kleiner Ausschnitt ist da vergrößert, und zwar von 400 Nanometer bis 700 Nanometer in etwa. Das ist das sichtbare elektromagnetische Spektrum. Das sehen wir mit dem Auge. Also das können wir sehen. Also von blau oder violett bis rot. Da geht es dann Infrarot weiter, da werden es dann schon Thermostrahlen, und da werden es dann Ultraviolett strahlen. Gell? So sehen wir. Das ist nur das Spektrum. So sehen wir. Und jetzt muss ich schauen, was haben wir denn noch gemacht? Ah, genau, da. Jetzt haben wir Beugung und Lichtteilchen. Jetzt kommt noch ein Punkt, auch ganz was Wichtiges. Wir haben Lichtbrechung. Am einfachsten sehen Sie das in der Badewanne drin. Wenn Sie in der Badewanne sitzen und dann den Finger in das Wasser reinhalten, dann ist der Finger auf einmal schräg. Okay? Wasser ist optisch dichter als Luft. Luft, Vakuum, hat einen Brechungsindex, sagen wir, von 1 und Wasser mehr wie 1. Hängt von dem ab, was Sie im Wasser drin haben. Glas hat auch einen Brechungsindex, kann man variieren, gibt es 250 verschiedene Gläser von 1,4, glaube ich, bis 1,9 oder sowas. Und da habe ich einfach unser Glasprisma mitgenommen, das wäre so 1,4, 1,5 haben. Und da kann man vielleicht sehen, bin mir nicht sicher, ob man das sieht, an diesem Prisma oder beziehungsweise an dieser Pyramide, dass dieser Laserstrahl, der tritt jetzt da ein,
wird zum Lot hin gebrochen, das wird man schlecht sehen, und bricht sie dann nach oben weg. Also das heißt, Licht beugt sie, Licht kann ein Teilchen sein und Licht bricht sie. Diese Brechung, das ist jetzt was Interessantes, weil die braucht man für die dikroidischen Schichten. Diese Brechung basiert auf folgendem Phänomen. Beziehungsweise, eins haben wir noch auslassen, ein Regenbogen. Da bricht sie auch das Licht. Aber warum, wenn das ein weißes Licht ist von der Sonne her, warum bricht sie denn das dann, warum sehe ich dann unterschiedliche Farben beim Regenbogen? Warum sehe ich das? Wenn ich jetzt da das Prisma nehme und nehme meine Lampen und strahle da durch, dann sehe ich vielleicht da so eine kleine Möglichkeit von, wenn ich es irgendwie richtig halte oder auch nicht, da sieht man ein bisschen, wenn man sich weiter weggeht, oh, ist ein bisschen zu hell. Man sieht ein bisschen die Regenbogenfarben von dem Prisma da oben, da ist ein bisschen zu hell, meine Lampen zu schwach. Ja? Warum sehe ich jetzt hier auf einmal da die verschiedenen Farben? Weil der Brechungsindex von der Wellenlänge abhängt. Das heißt, je nach Wellenlänge habe ich mehr oder weniger Lichtbrechung. Um ganz genau zu sagen, habe ich eine unterschiedliche Lichtgeschwindigkeit, weil die Lichtbrechungsindex nichts anderes ist als ein Maß für die Lichtgeschwindigkeit. Wie groß ist die Lichtgeschwindigkeit in Luft oder im optisch dichteren, also langsameres Licht, im optisch dichteren Medium. Und das ist wellenlängenabhängig. Das nennt man Dispersionsrelation. Deswegen sehen wir einen Regenbogen, weil die feuchten Tropfen, der optisch dichteres Medium, brechen das Licht und in einer bestimmten Konstellation zur Sonne, wenn wir stehen und wenn es eine bestimmte Luftfeuchtigkeit, sehen wir die Brechung an den Lufttropfen und wir sehen einen Regenbogen. So. Der Dichroismus ist jetzt nur ein bisschen schwieriger, weil da ist nämlich, und da muss ich nochmal kurz aussehen, da ist nämlich die Abhängigkeit der Lichtgeschwindigkeit nicht nur von Wellenlänge gegeben, sondern auch von der Polarisation. Was ist jetzt Polarisation? Jetzt Wahnsinn. Ich habe ja gesagt, das elektrische Feld und das magnetische Feld von der elektromagnetischen Welle steht senkrecht aufeinander. So, jetzt wenn wir uns einmal die Glühbirne da anschauen, dann wird da ein Licht ausgesandt, wo das aufeinander steht und zwar steht immer senkrecht bei einer Welle und zwar irgendwie orientiert. Also das ist nicht polarisiert. Wenn jetzt hingegen, wir sagen, wenn der elektrische Feldvektor zum Beispiel nur so rausgeht, dann ist das ein linear polarisiertes Licht. Wenn der elektrische Feldvektor sich einmal um den Zeiger rum, dann ist es rotationspolarisiertes Licht, beziehungsweise elliptisch polarisiertes Licht. Beim Dichroismus ist jetzt die Lichtgeschwindigkeit von der Wellenlänge abhängig und von der Polarisation. Eigentlich ist das Pleochroismus der richtige Fachausdruck, das ist die Mehrfarbigkeit. Dichroismus für Zweifarbigkeit. Das heißt, bei Turmalinen zum Beispiel tritt es in Kristallen in natürlicher Form auf. Die Beschichtung von der Frau Vassiliskaite sind dichroidische Schichten, aber ich glaube, an dem Dichroismus kann man es relativ schlecht erklären. An Interferenzen, das sowas Ähnliches ist, kann man es besser erklären. Ich habe einen Interferenz-Reflexionsfilter oder Reflexionsschicht dabei. Ja, und zwar, upsala. Das ist eine schöne Farbe, gell? Da kann ich einer optisch sagen, das sind genau 850 Nanometer Siliziumdioxid thermisch gewachsen auf monokristallinem Silizium. So kommt das aus dem Ofen raus. Ja. Wenn es 100 Nanometer ist, dann ist es tiefblau. Die Schichtdicke entscheidet also für die Farbe. Das heißt, die Farbe, die interferiert, also das Licht kommt rein, wird an der Oberfläche reflektiert, geht durch die transparente Beschichtung durch, wird unten reflektiert, geht wieder heraus, interferiert, also überlagert sie mit der an der Oberseite reflektierten Welle und bildet dann eine positive Interferenz. Also je nachdem, wie dick das ist, überlagern sie die Wellen positiv oder auch negativ, beziehungsweise es führt zu einer bestimmten Interferenzfarbe. Und so passiert es bei den Kunstwerken auch. Wir haben hier Multilagenschichten, also Mehrlagenschichten, Beschichtungen von Glas, die dazu führen, dass bestimmte Wellenlängen reflektiert werden und bestimmte Wellenlängen transmittiert werden, also durchgehen. Kleiner Ausflug, Reflexion, Transmission und Absorption ist immer 100%. Wir vernichten nichts, die Welt ist ganz nett, es wird nichts vernichtet. Also, die einstrahlende Licht wird entweder reflektiert, es wird absorbiert oder es wird transmittiert. Und das gilt für jede Wellenlänge. Ah, interessant. Also nicht nur für das gesamte Licht, sondern für jede Wellenlänge. Und jetzt muss ich schauen, wo ich noch was habe. Ja, genau. Bevor wir
nochmal zu diesen dickrötigen Schichten am Schluss ein kleines Beispiel geben will, noch auf das fragile Glas. Ich glaube, der Nieringer ist das nicht so ganz recht als Glaskünstler, ich sage jetzt mal verstandenswert, aber das Beispiel ist aus meiner Sicht sehr schön, weil damit kann ich immer meine Kinder ehren. Und zwar, das ist ein monokristalliner Kristall, also so schaut es in einem Diamant zum Beispiel aus. Also auf atomarer Basis. Das schwarze Steckerl, das schwarze Dix ist immer ein Kohlenstoffatom und das grüne, das sind nur die Bindungen dazwischen. Sauber ordentlich, gell? So, wenn es in meinem Arbeitszimmer ausschaut hat. Na, bei mir schaut es eher so aus. Ist ja eher ein richtiger Verhau, ja. Und das ist Glas. Glas ist ein amorpher Festkörper. Man sieht schon, man hat da quasi so richtige, das ist ordentlich. Ja? Da kenne ich eine Struktur und dann weiß ich, wie das, ich sage jetzt mal durch Translation, wieder weiter sich fortsetzt. Da habe ich keine Struktur drin. Das ist Glas. So schaut Glas aus. Da haben wir Silizium. Das Weiße ist Sauerstoff, also SiO4 Tetraeder und das Rote da an diesen Dingen, das sind irgendwelche Glasbildner wie Kalk oder Natrium oder wie Bor oder und so weiter. Kalk-Natron-Glas, unser Fensterglas zum Beispiel. Ja? Sehr fragiles Material, sehr brüchig, sehr spröde. Wenn man es heiß macht, sehr nett, weil Glas ist unterkühlte Flüssigkeit, sagt man immer so schön, wie Honig. Also Glas fließt eigentlich auch mit der Zeit. Das nur zum Glas. Und die unterschiedlichen Glasmaterialien, die die Nieringer verwendet, die bezeichnen auch die Brillanz, sage ich jetzt einmal, der Träger. Sie verwendet OptiWhite. Das ist ein Glas, das sehr transparent ist, also das fast keine Wellenlängen ausfiltert. Das heißt, die Beschichtung ist sehr, ist nur die Beschichtung ist dafür verantwortlich, dass sie Farben an diesem Glas, auf diesem Glas, durch dieses Glas entwickeln. Das heißt, auf die Rohstoffe ist extrem viel Wert gelegt worden. Manche sagen einfach, alles normales Fensterglas, ist es aber nicht. Das war von der Qualität her viel zu gering oder das würde die Brillanz schaden, dass das so, ich sage mal, eine tolle Transmission hat. So, bevor wir zu einem Teil des Kunstwerkes kommen, vielleicht noch, ich habe mir gedacht, Mensch, diese Schicht an diesem Kunstwerk, das kommt mir doch so bekannt vor. Und dann ist mir eingefallen, dann bin ich mit seiner Tochter ins Kinderzimmer gegangen, habe gesagt, das muss man jetzt leihen. So, hopp. Und jetzt schauen Sie mal, das ist doch toll, oder? Also genau bei solchen Schichten, sehen Sie jetzt vorher schon drüber, bei solchen Schichten oder bei solchen Materialien bilden Sie, ich sage jetzt einmal, Filterschichten an der Oberfläche aus Wasser, Seifenlauge und die erzeugen diesen schönen Schimmer. Jetzt hoffentlich, der Horm hat so gut geklappt, das ist wunderbar, der Horm schaut immer alles gut aus. Man kann es, wenn ich sehe es, sage ich meine Studenten einmal, ich sehe es, also das stimmt schon, ich sehe es, ja. Man sieht hier in der Transmission ein leichtes Schimmern. Also, so viel zum Modell, ja, meistens nicht hier, das ist immer so, aber da machen wir uns schon gar keine Sorgen mehr. Was man vielleicht bei der Nieringer ihrem Kunstwerk richtig sieht, da sieht man es nämlich gescheit, die Leinwand hätte man direkt gesprungen können, das ist so eine Box von ihr, beziehungsweise vom Herrn und von der Frau Pasquet, und ich habe meine Lampen genommen und dann sehen Sie mal, was mit diesem Objekt passiert, wenn Sie das durchstrahlen von unterschiedlicher Seite her. Und achten Sie bitte auch auf die Reflexion. Also schauen wir nochmal von unten. Blau in der Mitte, beziehungsweise das blaue Licht wird durchgelassen, wird transmittiert und die Komplementärfarbe Gelb wird reflektiert. Gelb und Violett. Und von dieser Seite Grün, Transmission und Violett oder beziehungsweise Pink, Reflektion. Jetzt sehen Sie aber schon, das Tolle ist, in der Mitte, diese weiße Leinwand in dieser Box drinnen, ist also eine Mischfarbe in Abhängigkeit von dem Einstrahlen, von der Intensität natürlich, ob die Strahlen von unten, das Licht von unten, von oben, von links oder von rechts kommt. Und ist eine Mischung daraus. Und Sie sehen dann in die unterschiedlichen Richtungen wieder andere Farben in der Reflexion. Also die Kunstwerke, die wir heute, die uns heute vorgestellt werden, das sind also je nach Installation, nach Farbe unterschiedlich und können vielleicht bestimmte Stimmungen ausdrücken. Also die ganze Installation ist individuell und ist sicher von der Künstlerin bestimmt und muss auf den Ort wirken, respektive der Ort, das ist das Interessante, möchte ich genau umdrehen, der Ort wirkt auf das Kunstwerk, weil der Ort respektive die Beleuchtung
das Kunstwerk beeinflusst. Und das hat mich also unglaublich fasziniert, dass also auch das Versuchs, nicht nur das Versuch, das, die Theorie den Versuch beeinflusst, sondern auch der Versuch die Theorie. Also das ist die Parallelität in der Wissenschaft. Es gibt Wissenschaft, die arbeitet experimentell, die liefert Ergebnisse, um dann über Theorien, ich sage jetzt mal, begründet oder interpretiert zu werden. Und es gibt aber auch theoretische Wissenschaft, theoretische Physik, theoretische Elektrotechnik, was auch immer, die Ergebnisse, die man experimentell vielleicht überhaupt noch nicht aufwenden kann, vorhersagt und interpretiert. So viel, ich hoffe, dass ich es nicht zu stark gelangweilt habe, so viel zum Hintergrund. Des Dichroismus, des Glases und der tollen Installation, die immer wieder neu ist, je nachdem, zu was für einer Tageszeit oder zu was für einem Lichteinfallswinkel man sich das anschaut. Danke für die Aufmerksamkeit und ich freue mich sehr, dass wir uns heute die Kunstwerke anschauen dürfen. Danke!